ist die perfekte Ausrede. Ich habe ja Homeoffice. Das, jetzt, du bist auch noch clever. Du nimmst den Gag schon vorweg. Oh, das ist ein Schüttelreim. Ja. Das hätte ich besser nicht sagen können. Vamos los, muchacho. Sind wir wieder. Ich freue mich. In alter Stärke. Ja. Ja, das ist so. Nee. Mir geht's deswegen besonders gut, weil ich habe Urlaub die Woche. Hm. Ist das neue Codewort für Homeoffice? Nein, das ist das neue Codewort für Fick dich. Ah, mach ich. Mehrmals. Pro Homeoffice-Woche. Und damit haben wir das Niveau schon wieder gesprengte. Komm mal ein bisschen dichter zu dir ran. Ich habe die Stühle extra so hingestellt, dass ich weiter weg bin. Du zwingst mich, dass ich irgendwann wirklich hier Fugen rausnehme, ja. Ziegelsteine und die mit roten Ziegelsteinen ersetze, dass das Striche ergeben. Das ist übrigens eine gute Idee. Das ist eine geile Idee. Das machen wir für jeden, für die Kamera, für den Laptop, für den Fernseher. Ich werde mit Kreide vor den Stuhl Maten schreiben. Ja. Du weißt, das ist dein Stuhl. Und nach jedem Regenguss kann ich irgendeinen anderen Namen da einsetzen. Ja, Uwe, zum Beispiel Maten. Uschi. Olli. Warum bin ich eigentlich... Wieso sind wir noch nie auf die Idee gekommen, Olli einzuladen? Weil der sich immer verpisst. Ja, das stimmt. Verrülpst. Ja. So klingt Pissen bei ihm. Ein starkes so, Ding. Ist gut. Wie geht's dir, lieber Maten? Doch, mir geht's gut. Olli, hast hi. Ja, da ist er. Du hast ja Homeoffice, ne? Musst du wieder pinkeln? Halt die Fresse. Das kann doch nicht wahr sein. Das Niveau ist ja wieder so ganz... Das ist unglaublich. In einem Satz. Also ich, liebe Zuschauer und Zuhörer, gehe wieder arbeiten, pflichtbewusst. Ja, es sieht ja jeder anders, wie Arbeit aussieht. Ne? Die Definition von Arbeit. So. Na, so. Meine Arbeit, ich gucke aus dem Fenster. Ja, das meine ich damit. Ne? Und einige gucken auch rein. Fährst du bei denen manchmal vorbei, die auch ins Fenster reingucken? Ja, ja. Sich so ans Fenster anlehnen und so. Und ich sehe ganz viele dumme Gesichter. Das Handtuch so über den Arm. Was? Hm? Nein. Bei denen fährst du nicht vorbei. Hast du einen Flachwitz? Das war einer. Hast du denn einen Fehler der Woche? Nee, hab ich wirklich nicht. Ehrlich nicht? Nee. Bei mir ist alles super. Alles spitzenmäßig. Okay. Ja, so wie es sein muss. Ja. Nö, es ist nichts. Also, es gibt ja immer so eine Kleinigkeit, wo du sagst, das könnte man erzählen, aber das ist so ultra belanglos. Vielleicht interessiert es ja die Leute. Ja, aber ich habe schon wieder vergessen, weil es eben diese Kleinigkeiten sind. So. Ach nee, stimmt, ich weiß. Mir ist heute Morgen mein Schlüpper runtergefallen. Was willst du hören? Das kann doch jemand passieren. Du hast noch welche an? Was? Was? Du? Hast du einen? Ja, ich habe drauf gewartet. Nein, ich habe auch keinen. Hast du in den letzten Wochen mal erlebt, dass ich einen hatte? Nee, das wundert mich wirklich. Also Flachwitz. Nee, Quatsch. Nein. Warum sage ich immer Flachwitz? Weiß ich nicht, wieder so fixiert auf die Flachwitze. Aber du hast mir erzählt, vorhin schon, dass du irgendwie, du hast irgendwas, ne? Gangster. Ja, genau, das wollte ich jetzt noch bringen. Und ich habe das wirklich, und das wäre mein Fehler der Woche gewesen, fast vergessen, es aufzuschreiben. Was ist das? Das kann ich nicht mehr. Ihr müsst euch echt vorstellen, das ist kein Zettel. Das ist, keine Ahnung, wo er das gerade hergeholt hat. Ich hatte keine Tasche. Lag das irgendwo 2 Monate draußen? Ich hatte keine Tasche. Schnee? Ja, und das wahrscheinlich auch noch. Naja, genau, aber ich habe auch keinen Schnupfen. Jetzt rat mal, was da so drin ist. So, ich lese jetzt mal vor. Dass der überhaupt noch aufgeht. Noch ist er nicht auf. Das klebt so. Hör auf jetzt. Was ist denn? Herpes. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte vorhin ölige Finger. Das kann doch davon sein. Ja. Ich habe auch manchmal fettige Finger. Platz 19. Fettende Finger, oder wie? Ach, das mit GameStar. Ja. Ja. Die 250 das? Ja, siehst du? Computerspiele aller Zeiten. Das mir gefehlt. Platz 19, Star Wars Knights of the Old Republic. Und ich weiß, wir haben schon 5 Star Wars Teile durchgenommen. Und jedes Mal sagst du, nö. Ich weiß nicht, ist das dieser neue? Nee, das ist aus dem Jahr 2003. Okay. Nee, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch so ein Ding ist, was inzwischen ultra hässlich ist. Also ultra. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich finde die Folgen mittlerweile irgendwie... Deswegen, also mich interessiert das auch nicht. Mhm. Wir schwanken ständig zwischen 2003 und 2000, was mich so wundert, weil ich finde, diesmal Platz 19 bis 15 ist eher so mittelmäßig. So. Okay. Platz 18 ist Deus Ex oder Deus Ex. Deus Ex.
aus dem Jahr 2000. Habe ich mal angespielt, ist auch eigentlich ein Ballerspiel. Kennst du wirklich, ja? Ja, ich habe das mal angespielt. Also kennen nicht, würde ich nicht behaupten, aber angespielt. Und dann beiseite gelegt. Da bist du so ein Typ, ja, und dann ich glaube sogar, dass dann du irgendwie durch einen Unfall mit Cyborg auch ein bisschen so. Und ja. Dann, aber du kriegst wieder Missionen und keine Ahnung. Ja. Ist lange her, aber habe ich mal. Ja. Aber muss ja auch ultra hässlich sein. Ich meine, 2000, das war. Ich habe Assassin's Creed, den ersten Teil, der ist aus dem Jahr 2007. Und der war so, dass du ihn noch spielen kannst. Mhm. Weißt du, so, dass du nicht sagst, das ist so hässlich, fass ihn nicht mal an. Ich glaube grafisch, ich weiß nicht, ob man das mit Hitman vergleichen kann. Ja, das glaube ich auch. So ungefähr. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber auch Hitman, die neuen Teile sind ja auch grafisch grandios. Ja. Absolution, wie er heißt. Na egal. Sind wir wieder im Jahr 2003 auf Platz 17 Splinter Cell. Ist sagt das garantiert was, aber sagt mir was, ja. Ich weiß aber nicht, dass das so ein Militär ist. Ja, ne? Genau. Ja, ne? Ich glaube, so ein Militärschleich-Ding. Ich habe mir davon drei oder vier Teile bei Steam gekauft, weil ich dachte, ich bin cool und spiel's mal an. Und seitdem, was bist du? Cool. Ach nee, ich bin spiel's mal an. Ja. Und das ist ein cooles Spiel. Richtig. Aber ich habe es noch nie gemacht. Nee, ich auch, glaube ich nicht. Also wenn dann, ich meine, vieles sehe ich auch. Und dann so 10 Jahre später, wenn du mich fragen würdest, dann denke ich vielleicht doch, ich habe es angespielt. Weil ich es einfach nur gesehen habe. Voll überzeugend. Oh, war das geil, die Mission. Die ja, wie Hammer. Und dann im Endeffekt warst du stiller Zuschauer oder so. Ja, genau. Das war ein Strategiespiel. Ich da durch. Alter. Ja. Also entweder hast du es dann bei Let's Play geguckt oder es ist ein komplett anderes Spiel, was du machst. Im Jahr 2000 ist ein weiteres Spiel rausgekommen, was du nicht magst. Das habe ich beim dritten Teil schon gemerkt. Platz 16, Diablo 2. Ja, genau. Aber das war wirklich der, also der Teil, der sich am besten verkauft. Diablo 3 gar nicht? Nee, also der hat sich ja mehr verkauft. Diablo 2 war der Ultra-Hype. Ja. Ich habe Diablo 3 mal wirklich versucht. Komme nicht ran. Ich mag dieses Draufsicht und dann so. Wie so Grafik oder was ist das, ne? Also diese von oben. Ja, mag ich nicht. Ja. Oder komme ich auch nicht mit klar. Kann auch sein. Ja. Es gibt tatsächlich erstaunlich viele Spiele heutzutage, die rauskommen und immer noch diese ISO-Grafik haben. Von mhm. So, ich weiß nicht. Also wobei dieses Neue, was ja auch bei diesen Wettkämpfen, bei den Turnieren in dieser Liga. Ah, hier, League of Legends. Genau. Ja. Das ist natürlich geil. Hast du das echt schon gespielt? Ja. Okay. Das habe ich sogar meine Zeit lang wirklich sehr viel gespielt. Okay. Wenn du da reinsteigst und mit deinem, ich sag jetzt mal, was ist denn das mit deinem mit deiner Legende? Nee, mit deinem, wie sagt man denn? Mit deinem. Ja, du hast ja ein Favorite. Ja. So, und mit dem rennst du dann los. Ja, das wird eine Legende sein. Das heißt ja League of Legends. Also, das kommt schon hin. Mir ist es mal zu bunt gewesen. Zu echt. Ja, ich mochte diesen Druck nicht, der dann dahinter stand. Diesen Erfolgsdruck. Ja. Die Karte ist ja verdeckt und du rennst dann erstmal rum und du hast gewisse Punkte, die musst du zuerst erreichen, damit du dann gewisse Bonis einfängst. Okay. Und dann ist der stark und dann kannst du loslegen. Und wenn du dann einen gewissen Boni hast, hoffst du, dass der andere natürlich noch nicht so weit ist. Ja. Und dass du dann sobald jetzt langsam auch auf den triffst. Okay. So. Und da geht ja auch alles. Und der Krieger oder du hast dann halt ein Pet bei dir oder so und hast dann deine Fähigkeiten. So, und dann rennst du los. Aber ist das auch so wie bei Fortnite so extrem schnell, so, so mit Tastatur und Maus? Nee, eigentlich eher gar nicht. Okay. Wenn es nachher zum Hauptfight kommt, ja, dann wird ja alles schneller. Hektisch, ja, das ist klar. Ja, aber nicht die ganze Zeit. Ist es eigentlich sehr gut. Du musst halt nur wissen, was du machst. Okay. Also du kannst jetzt nicht, klar, wenn du das Spiel anfängst, neu und kennenlernst, solltest du nicht gerade gegen irgendwelche Leute online spielen. Mhm. Dann musst du dir wahrscheinlich das Spiel erstmal aneignen. Ja, ist richtig. Ja, weil du musst wirklich wissen, was du tust. Das ist so wie bei Command & Conquer. Du kannst ja dann nicht stundenlang Zeit lassen, um irgendwie... Nee, du bist überrannt. Genau. Ja. Spannend, ja. Platz 15 ist wieder aus dem Jahr 2003, Max Payne 2. Ja. Max Payne habe ich früher gespielt, also okay. Wirklich ganz, ganz früher. Aber dann könnte das ja eines der Teile sein. Was ich damals immer sehr geil fand, ist diese Slow-Motion-Szene. Ja, das war ja dieses Bullet-Time dann. Genau, und das fand ich damals, das war so der Anfang, wo das rauskam. Und das fand ich cool. War allerdings auch damals englisches Spiel, musste ich quasi lesen, lesen. Ist so. Das hat mich bangt, gebe ich dir recht. Max Payne 3 habe ich gespielt. Ja. Das war auch bockschwer, so. Also ich kam zumindest mit der Steuerung nicht wirklich klar. Und das hat mich auch abgeturnt, dieses Englische. Ich frage mich dann immer,
Ich respektiere das voll, wenn Leute Englisch können. Mhm. Ne? Aber für so Leute wie mich finde ich dann immer sehr kompliziert. Du willst was sehen, du willst ja dieses Video weiterverfolgen, was da passiert. Ja, du bist nur am Lesen. Und du bist nur am Lesen, weil du nicht verstehst, was sie sagen. Das ist das Interessante bei Manushi zur Zeit. Die guckt Haus des Geldes auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Haben viele gesagt, lernt man A. Aber soll ich dir was sagen? Weißt du, wie absurd das ist? Na? Weil das ist eine spanische Serie. Die sprechen eigentlich Spanisch. Ach das so. Heißt, es ist auch synchronisiert wieder. Total. Okay, das stimmt. Eigentlich völlig. Aber sie übt natürlich damit, logischerweise. Ja. Was ich aber meine, ist, dass manchmal das Englische echt besser klingt. Ja. Ja, und ja. Die Originalstimmen, wenn ich einen Sylvester Stallone höre, ist der viel tiefer. Ja, und ich habe auch immer wieder festgestellt, diese ganzen Umgebungsgeräusche sind halt echt. Die sind echt. Und da sitzt keiner mit zwei Nussschalen und klappert aneinander mit Pferde. So. Das ist mir letztens aufgefallen bei, hier habe ich erzählt, der Seewolf. Ja. Haben wir noch nicht ganz zu Ende geguckt. Das und denn, ist ja nun wirklich schon Jahre her. Ja, ne? Und da haben die wirklich, das hörst du richtig, wenn der Typ im Wasser schwimmt, neben so einem Boot. Sitzt mit der Hand in der Waschschüssel. Ja, genau so klingt das. Okay. Ja, das ist echt, das Bild ist Bombe, aber der Ton ist Grotte. Hm. Also wirklich das Letzte. Ja. Naja, weil, ist das eine Neuauflage? Nee, das ist nur in HD. Dann umgeswitcht. Hochgerechnet sozusagen. Ja. Das ist wirklich gestochen scharf, das muss ich mal sagen. Was natürlich dann auch wieder doof ist, wenn du einige Szenen siehst, wenn sie sich kloppen und er trifft nicht richtig, weil das siehst du eindeutig. Ich würde gerne mal wieder so eine Filme wie Red Scorpion mit Dolph Lundgren gucken. Ja, so. Da habe ich halt alles auf VHS noch. Ja, geil. Oder Ritter der Kokosnuss und im Kino. Wollten wir machen. Mhm. Mal so. Seit wie vielen Jahren? 10? Ja, du hast ja nie Zeit. Ich. Donnerstags habe ich immer so ab um 6. Ja, da machst du irgendwie so ein Podcast, oder habe ich gehört. Ja, ist der läuft aber nicht so gut. Ich stelle das demnächst ein. So, darf ich? Bitte. Flachwitze. Da. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Das machst du nie. Nein, mach nie. Ich auch nicht. Also, das weiß ich auch. Aber ich fange auch wieder langsam an, ne? Ja, ich finde es gut. Gut. Ich fange jetzt auch an. Der Kannibalenhäuptling zum Sohn. Was ist ein Holländer mit einem Pfeil im Rücken? Oh Gott, nee, ich weiß nicht. Ein Käsehäppchen. Oh, geil. So, ich denke mal, das ist jetzt was für dich, weil den habe ich nicht ganz... Also ich habe ihn schon verstanden, aber ich... Keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, ich mache sowas. Mhm. Weil kann er immer nicht nur... Aber kann der denn nichts Versautes sagen? Ne? Genau. Der Film Titanic kam besser in Amerika an als das Schiff. Oh, ist das jetzt echt was für dich gewesen? Ja, ist schon. Unter welche Rubrik fällt sowas? Ich habe das durchgelesen und ich habe es mir erst aufgeschrieben, weil ich dachte, oh, der ist gut. Und ich habe wirklich so eine Stunde später gedacht, ist der wirklich gut? Weißt du, das ist eine Rubrik wie... Also mit diesen Worten, hast du mal gesagt? Ja, die Wortspiele. Und das ist, als wenn... Keine Ahnung, hier irgendein Stand-Up-Comedian, der Streter, Thorsten Streter. Ja. Und der, wenn du das in einem Satz so einbaust und nebenbei erzählst, dann ist es extrem witzig. Okay. So, weil du dann solche Dinge aneinander reißt, so irgendwie Postillon. Wenn du fünf danach hintereinander guckst, ist egal, was die zeigen, du schmeißt sie einfach nur noch weg. Okay. Dafür kommt dann jetzt mein Niveau. Na. Wo ist es denn? Ein Ritter kommt nach Jahren zurück in seine Burg und begehrt Einlass. Die Burgfrau schaut heraus und sagt, das Haar so grau, das Gesicht so schmal, du bist nicht mein Gemahl. Darauf der Ritter mit kritischem Blick, der Busen hängt, der Arsch so breit, ist besser, wenn ich weiter reite. Ist das geil? Sehr cool. Okay, ist auch mein Niveau. Niveau. Ist das geil. Der ist jetzt auch gut, finde ich. Sohn. Papa, was hat Mama zwischen den Beinen? Vater, das ist das Paradies. Sohn, und was hast du da? Vater, das ist der Schlüssel zum Paradies. Der Sohn, dann musst du mal das Schloss wechseln. Der Nachbar hat nämlich einen Ersatzschlüssel. Kindesmund. Auweia. Oh Gott, ist das geil. Aber so... Warum eigentlich immer der Nachbar oder der Postbote? Na, wer denn sonst? Der beste Freund? Nein, die Nachbarin oder die Postbotin. Das ist doch immer irgendwie, ist immer falsch rum, ne? Ja. Immer verführen die Männer die Frauen. Warum nicht mal andersrum?
Also in solchen Witzen meine ich jetzt. Weil die Frauen vielleicht cleverer sind? Bei welcher Konstellation? Ist auch egal. So. Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, fragt der eine den anderen, kannst du auch nicht schlafen? Oh, meine Fresse. Oh, was ist das für ein Scheiß? Oh, das ist so schön Klischee. Ich liebe es. Ein älterer Mann kommt zum Arzt. Der Arzt fragt während der Untersuchung, darf ich fragen, wie oft Sie Sex haben? Ja, so 3 bis 4 Mal im Monat. Was sagt der Arzt? Bei Ihrer Kondition können Sie doch locker 3 bis 4 Mal die Woche. Naja, antwortet der Mann. Ich tue mein Bestes, aber als katholischer Pfarrer auf dem Land ist das nicht so einfach. Oh, ist der böse. Uiuiuiui. Das dachte ich mir auch. Sehr geil, sehr geil. Alter Schwede. Oh, der ist niedlich. Kommt eine Frau zum Metzger und bestellt eine Salami, fragt der Metzger. Am Stück oder in Scheiben? Die Frau hebt den Rock hoch und sagt, ist das eine Muschi oder ein CD-Player? Oh. Eigentlich wäre noch besser CD-Wechsler. Alter Schwede, ist das geil. Was soll das immer? Was diese versauten Dinger. Ich hab doch gar nichts. Du gibst mir den scheiß Zettel, ich soll vorlesen und alle denken immer, ich hab hier. Was ist jetzt los? Ich hab doch gar nichts. Ich bin gestört. Das ist egal, ich komme in die Hölle. Ich weiß nicht. Der letzte. Was wünscht sich der chinesische Sexminister zu Silvester? Oh, ich bin gespannt. Guten Lutsch. Ich wollte den Zettel aufbewahren, das kommt wieder durcheinander. Wie kann das sein? Habe ich auch erst nicht verstanden, aber dann fiel mir ein, ja, Chinese. Lalalala, blelele. Aber wo du jetzt sagst, Zettel aufbewahren, hast du das letzte Mal den Zettel nicht aufbewahrt? Nee, die schmeiße ich ja immer in die Feuertonne, weil ich ja normalerweise dann den Podcast nutzen kann. Da wir ja aber einmal vorab sind. Ja, und ich noch nicht geschnitten habe. Und weil wir ja nie schneiden. Du meinst ja bloß den Anfang und das Ende schneiden. Ja, natürlich, genau. Ja, deswegen. Ich könnte natürlich jetzt wieder darauf warten, dass du mir das rüberschickst dann nachher. Aber. Was meinst du mit nachher? Im Laufe der Woche. Aber manchmal geht es mir wirklich so, dass ich nach unserer Aufnahme mich noch hinsetze, weil die Folge so genial war, in meinen Ohren sozusagen, dass ich da richtig Bock drauf habe. So. Ja, du willst mich einfach nur hören, weil ich so früh gehen muss. Ja, wenn ich das jetzt bejahe, dann fliegst du wieder hier davon. Und ich meine, so eine lange Leitung hast du auch nicht. Also, ja, egal. Egal. Ich leg nochmal Holz auf, liebster Daniel. Ja. Und du kannst ja schon mal erzählen. Ob du was zu erzählen hast. Nö. Wir haben uns in der vorletzten Folge, um mal so einen kleinen Einstieg zu finden, in der vorletzten Folge haben wir die Folge so beendet, dass wir was angesprochen haben, was einer ganzen Folge zeitlich wert wäre. Genau. Wir haben uns ja in der vorletzten Folge über die zweite Chance unterhalten, aber in Bezug auf Werkstätten das Vertrauen nochmal schenken, Deadline, demjenigen eventuell nochmal das Vertrauen schenken und so weiter. Wer es noch nicht gehört hat, Werbung dafür. Logischerweise sind wir natürlich ganz zum Schluss dann auch auf Beziehung gekommen. Ja. Und das haben wir natürlich jetzt nicht vertieft. Mich würde mal interessieren, also vielleicht kriegen wir mal Kommentare, wer sofort, als er das gelesen hat, die zweite Chance an Beziehung gedacht hat. Weil ich hätte es getan. Ich wette mit dir, das sind 99% gewesen. Und die werden natürlich enttäuscht bei dieser Folge, obwohl sie insgesamt richtig gut war, fand ich. Weil man wenn man genau also in sich geht oder überlegt, was einem so widerfährt, fällt einem unfassbar viel an, wie du gesagt hast, mit Werkstätten. Aber ich wollte gerade sagen, es ist ja mal diese Zweideutigkeit, ne? Und ich finde das auch witzig. Oder beziehungsweise wichtig, gar nicht mal witzig, aber solche Beispiele einfach zu bringen. Mhm. Weil wer gibt denn wirklich jemanden, der Geld leiht und nicht zurückgibt, wo man hinterher rennt, demjenigen halt nochmal eine Chance, auch wenn es ein Freund ist. Ne? Klar, jetzt mal dabei belassen, weil Geld hören die Freundschaft auf und so weiter und so fort, aber Autoverleih, fährt eine Beule rein, gibst ihm nochmal das Auto.
Das Thema hatten wir ja. Ja. Ich fand's schon cool. Ja, ich auch. Ich auch, muss ich auch sagen. Das ist schöne Beispiel gewesen. Aber, ich gebe dir recht, gerade diese Beziehungskram ist ja das, was eigentlich nahe liegt. So. Mich würde mal interessieren, also ich habe lange darüber nachgedacht und sicherlich bringst du erstmal Beispiele, was eigentlich alles so, also was alles passieren kann in dem Sinne. Ja, prinzipiell kann ich mich natürlich da auch wieder, musst du mir bitte schon zustimmen, es ist natürlich jetzt blöd, wir sitzen hier zwei Kerle, wir fachsimpeln jetzt hier mit gefährlichem Halbwissen. Ja. So, normalerweise könnte man sich jetzt auch wieder jemand hier hinsetzen, dem das eine oder andere widerfahren ist. Und der könnte dann, wenn er ehrlich wäre, und ich glaube ganz einfach, dass in vielerer Hinsicht, vielleicht kommen wir da bei den Punkten dann noch drauf, ich bin der Meinung, dass bei diesen Punkten viele, viele einfach mit sich selbst nicht ehrlich sind. Das ist traurig. Mit sich selbst sogar nicht. Ja, natürlich. Ja, genau. Nur mit sich selbst. Andersrum ist es bestimmt auch so, dass einige auch das gar nicht zugeben wollen, weil sie das gar nicht erzählen wollen, weil es ja Privatsache ist. Also ich meine, wenn weil sie wissen, dass das falsch ist, was sie tun. Genau, aber das muss dann der, also was ich da, ich will scheiße jetzt ab, aber derjenige ja mit sich selbst ausmachen. Also wenn er Scheiße gebaut hat und er es nicht erzählen möchte, akzeptiere ich das. Und deswegen brauchen wir hier auch kein Sitzen haben, weil du nicht weißt, also nicht sitzen von wegen Alkohol, sondern Sitzen haben, du weißt ja nicht, ob er dann wirklich sagt von wegen, ja, stimmt. Ja, ist klar. Und ändern wird er definitiv ja auch nichts. Ja. So. Ich habe jetzt einfach mal, ich habe mir mal nicht Gedanken gemacht, du hattest beim letzten Mal schon so ein paar Punkte erzählt, die habe ich mit aufgenommen. Danke, ich würde die ganz einfach mal runterratteln und dann gehen wir mal vielleicht auf jeden Punkt ein. Ja. Ne? Ja. Und zwar kommt es natürlich bei so einer zweiten Chance immer darauf an, was es im Vorfeld, du musst dich natürlich bei einer zweiten Chance immer erstmal trennen. Voraussetzung. Ja. So, was ist also passiert? So, und da habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, oder aufgeschrieben, häusliche Gewalt. So, nicht mehr miteinander klarkommen. Damit meine ich jetzt aber, man hat sich nichts mehr miteinander, also man hat nichts mehr zu sagen. Ja. Ne? Man geht aneinander vorbei. Lügen. Logischerweise unser Fremdgehen. Ne? Das ist ja immer so, ich habe das Gefühl, das ist immer Numero Uno auf der Liste. Ja, ja, klar. Ne? So. So, und das Entlieben ist mir eingefallen. Und das fand ich sehr spannend, weil auch da... Darf ich was dich darum bitten, vielleicht von hinten anzufangen? Ach so. Wär das okay? Ja, nein. Weil ich finde, häusliche Gewalt ist extrem. So, ich glaube, wenn wir da, oder was meinst du? Ja, natürlich, klar. Fangen wir mit dem Entlieben an? Können wir gerne machen. Ja? Nicht, dass du einen Plan hattest. So. Nein, ich hatte keinen Plan. Mein Plan ist die Weltherrschaft. Ja, ich finde diese Kategorie Entlieben finde ich sehr traurig. Ja. Eigentlich. Ja, genau. So, genau. Weil finde ich sie interessant, ich wäre nicht drauf gekommen. Genau. Wenn du mit jemandem zusammen bist und bist mit dem 25 Jahre zusammen, kann man sich dann noch entlieben? Das ist ein guter Punkt. Da habe ich gleich dran gedacht, als du hier diese Dinge... Ja. Ich glaube, als allererstes muss man betrachten, wie lange bist du eigentlich schon mit jemandem zusammen? Gewesen. Gewesen? Wir gehen ja davon aus, die zweite Chance, dürfen wir nicht vergessen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, Beziehung und so weiter, sondern jetzt sind wir zusammen gewesen. Ja. Warum kriegt er denn jetzt noch eine zweite Chance? Oder warum möchte ich mit demjenigen jetzt nochmal wieder zusammen sein? Okay, dann habe ich die zweite Chance. Ja, aber ist die zweite... Jetzt habe ich mich entliebt. Ist die zweite Chance... Wir haben uns getrennt. Ist die zweite Chance nicht, wenn du... Ich muss nur mal gedankenlos sein. Die zweite Chance kann auch noch in der Beziehung sein, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Oder ich bin schon getrennt und ich gebe dir noch eine zweite Chance. Können wir beides zusammen behandeln? Können wir beides zusammen machen? Ja. Ähnlich. Also, ja. Okay. Weil auch da kommt es ja darauf an, wie lange warst oder bist du mit demjenigen zusammen. So. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, der immer an das Gute glaubt. So. Und wenn, es muss ja irgendwas dahinter stecken, warum du mit demjenigen 25 Jahre zusammen bist. Sagen wir mal. Da war ja irgendwas. Ja. So. Und wenn du dich entliebst, heißt das ja im Endeffekt, dass du demjenigen nicht mehr magst. Sondern nicht mehr liebst, da gibt es ja bestimmt einen Unterschied, oder nicht? Das ist so wie mit ich liebe dich und habe aber das erste halbe Jahr eine rosa-rote Brille auf und alle denken, die sind total verknallt. Weißt du, so dieses Liebe... Aber ist das nicht verliebt sein? Verliebt sein, natürlich ist Schmetterlinge im Bauch. Ja. Schmetterlinge im Bauch, nur das Positive sehen, auch diese Versprechungen machen, es ist alles regelbar. Ja. Das kriegen wir alles hin. Ja, die Träume, unglaublich. Genau. Und nach zwei Jahren geht es dir dann auch trotzdem so auf den Sack. Ja. Keine Ahnung.
Ne, aber das stellt sich heraus. Aber entlieben heißt doch, dass du mit demjenigen trotzdem zusammenbleiben möchtest. Möglicherweise, weil du dich einfach daran gewöhnt hast. Ich habe das Gefühl, also es ist so meine persönliche Interpretation mit entlieben. Du hast dir nichts mehr zu sagen. Du hast ja nichts mehr zu sagen in dem Fall. Nehmen wir anders ausgedrückt. Das kommt mir ja auch sehr bekannt vor. Du hast durch den alltäglichen Stress mit dir selbst so viel zu tun, dass du dich auch wirklich nur noch um dich selbst kümmern tust. Und dadurch den anderen eigentlich eher wegstößt. Auch wenn nur gedanklich. Aber nicht, dass, dass du ihn... jetzt fahre ich dir schon wieder dazwischen. Nee, tut mir total leid. Nicht, dass du ihn nicht mehr abkannst, so dieses Nein, ich von dir, sondern eher so dieses... Du bist so mit dir selbst beschäftigt, dass dein Partner quasi neben dir herläuft. Du zwar akzeptierst, dass er da ist, aber du kein Gefühl mehr für ihn aufbringen kannst, weil du mehr mit dir selbst beschäftigt bist, als du dich um ihn bemühen tust oder kümmern oder keine Ahnung. Ja. Weil wir Männer wollen das ja manchmal gar nicht. Wir wollen einfach nur da sein. Aber erzähl mir mal, wie kann denn sowas kommen? Ich sage durch Stress, denke ich mir, durch anderen Stress, Arbeit, Unzufriedenheit vielleicht. Weil ich bin ja kein Professor. Nein, aber vielleicht hast du ja gehört oder selbst erlebt, weil das Ding ist ja, eigentlich kann sowas ja, also ich sage Stress, gerade dann brauchst du doch eigentlich Liebe. Weißt du, wie ich meine? Genau. Also ich will ja jetzt nicht Namen Ross und Reiter nennen, aber das meine ich nicht. Für mich ist es ganz klar, dass wenn jemand Stress auf Arbeit hat und so mit sich selbst beschäftigt ist, und dann Zeit für sich selbst braucht, dann den Partner wegschiebt. Man sagt ja eh immer, das, was dir am liebsten ist, kannst du am leichtesten wegschieben. Mhm. Weil es am leichtesten fällt. So. Okay. Und wenn du jetzt, ich sage jetzt mal so als Beispiel, du hast eine Wochenendbeziehung und du siehst dich sowieso nur am Wochenende. So, jetzt arbeitest du am Wochenende, in der Woche hart. Hast Stress ohne Ende mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Tralala und so weiter und so fort. Bist unzufrieden mit dir selbst, hast vielleicht Grippe, Schnupfen für 2 Tage. Also fühlst dich auch nicht. Fühlst dich auch nicht, körperlich total scheiße und so weiter und so fort. Ja. Und am Wochenende, die einzigsten 2 Tage oder den einzigsten Tag, den du hast zum Auskurieren, da kommt dann dein Freund, den du die ganze Woche nicht gesehen hast und sagt dann, wollen wir was machen? Ja. So, und jetzt musst du dir das auf Dauer vorstellen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dich das anfängt zu nerven. Ja. Dass du den einzigsten Tag, den du für dich hast, um runterzufahren, um Energie zu tanken, um halt dann wieder Vollgas zu geben und so weiter und so fort. Dass das dann stresst. Wenn dir sowas passiert, denkt man nicht vorher darüber nach? Ich meine, du bist ja vorher schon gestresst, manchmal krank. Dann weißt du doch, oh, ich brauche diesen Tag. Redet man sich auch vieles ein? Ja, vielleicht, weil ansonsten, warum schaffe ich meinen Partner an? Vielleicht denkt man so nach 20 Jahren, dass man sagt, reiß dich mal zusammen. Vielleicht ist man auch alt genug, um darüber nachzudenken, um zu sagen, von wegen, ey, jetzt reiß dich mal zusammen. Eine Beziehung ist Partnerschaft. Ich brauche meinen Partner, um anzukuscheln, um kommunizieren zu können. Ja. Kommunikation. Um runterzukommen, um gesund zu werden, um gepflegt zu werden. Genau, das aber viele dazu. Sehen das vielleicht nicht so. Ich-bezogene Menschen... Oder ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so mit dem Ganzen drumherum dann zum Entlieben kommt, auf Dauer. Dass du dann sagst, ich will das einfach nicht mehr, ich will für mich sein. Deswegen rennen vielleicht auch so viele Single-Männer oder Single-Frauen rum, die eine Beziehung irgendwann aufgegeben haben, weil sie ganz einfach keinen Bock mehr drauf haben. Diese ganze Verantwortung, dieses ganze, ich muss das und das und das für eine intakte Beziehung führen, tun. Ja. So, und also es ist, wie gesagt, meine Meinung. Ja, nee. Diesmal habe ich dich ausreden lassen. Weil das ist eine Geschichte, also ich glaube ja, dass das ganz unterschiedliche Ursachen hat, dass sowas passiert. Ursache ist das, was du gesagt genau, hast. Genau, so. Das ist vergleichbar zum Beispiel mit dem nicht nur miteinander klarkommen. Das meine das ich ist sehr ähnlich. Nee, ja, aber ich will die Abgrenzung mal haben, weil dieses nicht miteinander klarkommen pass auf, ist. dann sag ich dir, ich hab da eine ganz klare Abgrenzung. Ich habe eine Freundin gehabt, bei der war das dann so, dass wir so aneinander vorbeigelaufen sind, dass wir uns nicht mehr zu sagen hatten. Also meinst du nicht Streit? Nein. Mir ging es mal so, da war das Streit. Das war die ganze Zeit nur Streit. Mhm. Wir sind auch nicht miteinander klargekommen. Wir haben uns gegenseitig in die Augen geguckt und haben eigentlich schon
genau gewusst, wenn jetzt einer was sagt, dann dreht der andere schon wieder durch. Ja. Das ist ja so ähnlich. Ja. Das ist wahrscheinlich dann noch ein bisschen heftiger. Also bei uns war das wahrscheinlich auch dann die Verantwortung und so weiter und so fort, aber es war dann irgendwie, keine Ahnung, es war dann, als wenn der Drops gelutscht ist. Ich kann es auch nicht erklären. So, und diese Sache, worüber wir uns gerade unterhalten haben, mit dem Entlieben, mit diesem Stress und allem drum und dran, habe ich ja auch erfahren. Es gibt. So, und du musst einfach dann nur ehrlich zu dir selbst sein. Und das hat die Person dann und hat einen Schlussstrich gezogen. Mhm. Natürlich, als Betroffener, als Verletzter, realisierst du das erstmal nicht. Ja, weil du dich wahrscheinlich nicht entliebt hast, ne? Um Gottes Willen, nein, entlohnt. Natürlich nicht. Ja, ja. Aber im Endeffekt sagst du dir auch, okay, ist ja eigentlich alles richtig gemacht worden. So. Genau genommen, ja, also Beziehung darf ja kein Krampf sein. Andersrum ist es so. Warum, entschuldigen wir jetzt, fahre ich dir ins Wort, aber warum tun die Menschen dann aber so? Ist das Mutter Natur, dass du erstmal den Verletzten fühlst, wo du doch eigentlich weißt, der Mensch hat so einen Arsch in der Hose und sagt, es geht einfach nicht mehr, ich mache jetzt den Mund auf, bevor irgendwas schief geht. Ja. Mache ich jetzt den Mund auf und sage, ich habe es versucht. Ich habe letztens auch erfahren, das war für mich neu, aber es ist realistisch irgendwo. Es gibt einen Unterschied. Wir Männer, wir trauern nach diesem Entschluss ewig lang. Mhm. Hast du schon mal eine Frau? Ich habe letztens erst wieder gesehen, dass im Internet irgendwelche Kerle den Frauen hinterher gejammert haben. Öffentlich. Wo ich sage, ja, ich traue auch und ich diskutiere ja auch und rede und rede und rede und so weiter und so fort. Bin verletzt und bin gekränkt und verstehe die Welt nicht. Ja, ja. So. Aber ich würde mich nicht bei Instagram, TikTok oder was weiß ich hinsetzen und sagen, oh mein Gott, ich habe die beste Frau meiner Welt. Ja, und es tut mir so leid und ich habe Scheiße. Weißt du, dieses so. Ich habe nicht eine Frau gesehen bislang, die sich hingesetzt hat und hat dann so zum Beispiel gesprochen. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz wieder einen Schritt zurück, wo ich meinte, ich habe letztens nämlich gehört, und da will ich jetzt nicht sagen, das war Professor Dr. Doktor oder sowas in der Art, der hat gesagt, Frauen haben sich schon in der Beziehung getrennt. Okay, das heißt, sie beschäftigen sich viel früher damit. Ja. Da frage ich mich, wo blieb die Kommunikation? Ja. Oder aber hat die uns nicht erreicht? Ja, weil in dem Fall. Am Ende ist es ja wirklich, außer diese Extrembeispiele, zu denen wir noch kommen, immer fehlende Kommunikation, immer. Am Ende ist es immer fehlende Kommunikation. Und sei es nur die Kommunikation dafür, dass der andere nicht so viel leiden muss. Ich finde aber auch, du hast natürlich recht, ich bin ja auch sehr kommunikativ und ne, das ist genauso wie mit dem ersten Sex. Ja. Ne? Redest du auch viel? Na, ich will zumindest wissen, ganz gern, was ich tut. Frage, Mensch. Nein, aber ich finde es sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig. Ja. Weil ich weiß nämlich ganz genau, dass die Kehrseite der Medaille ist. Wer redet denn darüber? Alle sagen immer, weißt du was? Alle sagen immer, find's doch heraus. Ja, jetzt muss ich 20 Mal Sex machen, damit ich weiß, worauf du am geilsten abfährst. Ja, das ist wirklich. Nein, warum spricht man denn nicht beim ersten Mal oder vorm ersten Mal darüber? Jetzt nicht beim allerersten Mal oder was weiß ich. Ne? Aber so beim zweiten, dritten Mal, Mensch, Kinder. So, und danach, dann ist es doch viel schöner, wenn der eine weiß, was der andere schon mal mag. Und alles andere kommt natürlich noch dazu. Aber dieses, finde ich doch heraus. Und dann übst du, machst du, nee, das, was denn, das nicht. Bist aber fertig. So, das nächste Mal Sex ist eine Woche später, sag ich mal, übertrieben. Und dann, das ist es auch nicht. Und nach 2 Monaten hast du keinen Bock mehr und sagst, weißt du was? Entliebt, entloben. Ja, na, irgendwie so, weißt du? Kommunikation. Ja. Ich habe Leute festgestellt, die haben keinen Bock drauf. Natürlich kann man Sachen auch totquatschen. Also man kann manchmal auch reden und man erreicht denjenigen nicht. Das muss ja auch nicht unbedingt was mit Sex zu tun haben. Dann, ne, das kann ich ja gar nicht. Wenn du über alles Mögliche immer wieder damit ankommst, immer wieder, genau. Immer wieder. Wenn ich jemandem dreimal erkläre, was er falsch macht und der rafft es einfach nicht, dann ist die Beziehung im Arsch, wenn ich damit nicht klarkomme. Das ist klar. Ne? Das ist logisch. Also die Kommunikation war aber dann da. So. Dann ist es Einsicht oder so, die fehlt. Ist Entlieben denn immer einseitig oder kann das auch gleichzeitig passieren? Kann. Meinst ich ja? denke immer, möglich ist alles. Ja. Also dass das quasi... Aber zeitgleich, glaube ich, geht ein Entlieben nicht. Ich glaube, einer fängt das immer an und gibt dem anderen das Gefühl. Ja, okay. Ja, das ist so, als wenn... Weißt du, jetzt fange ich mal wieder so ein bisschen an. Der eine sagt 5-mal am Tag, ich liebe dich. Und der andere ist halt einfach nicht so drauf, dir zu sagen, ich liebe dich. Weil man muss es nicht sagen, man muss es zeigen. Olli, ich liebe dich. Und nur weil er das halt nicht sagt, sagt der andere, ich sag das jetzt ständig, Alter, spiel dir
da hast du schon einen Prozess begonnen. Ja, ja, das ist so. Da ist, gebe ich dir hundertprozentig recht. Da ist der Prozess schon gegangen. Genau. Und eigentlich ist dann, wenn nicht wirklich ein Wunder geschieht, Hoffnung mal schon verloren. Richtig. Und dann fängst du schon an. Und dann ist diese Kugel schon ins Rollen gelaufen. Ne? So, und das ist, also einer fängt eigentlich immer an, auch wenn es unbewusst ist irgendwie. So, aber. Was ist denn die Abgrenzung jetzt nochmal? Also ich habe das schon wieder vergessen, zu dem anderen. Dieses gegenseitig auf den Sack geht, ne? Oder sich nicht mehr mögen. Was hattest du aufgeschrieben? Nee, das eine ist entweder entlieben. Entlieben, genau. Und das andere habe ich geschrieben gehabt, dass man nicht mehr miteinander klarkommt, weil man sich einfach nichts mehr zu sagen hat. Aber heißt das... Und ich habe aber die Abgrenzung noch nicht so... Ja, na pass auf, ich versuche es nochmal zu erklären. Also vielleicht ein bisschen anders. Dieses mit nicht mehr miteinander klarkommen ist gar nicht mal negativ gemeint, aber wenn du am Abendbrotstisch dir nichts mehr zu erzählen hast. Wenn du sitzt und du guckst, du schweigst oder guckst. Ja, der eine deckt den Tisch, du kommst dazu, setzt dich mit an den Tisch, ihr esst Abendbrot und ihr habt nicht ein Wort mehr zu reden. Ihr setzt euch vor dem Fernseher und ihr redet nicht ein Wort. Keine Kommunikation. Ja, genau. Ihr steht morgens auf, der eine geht ins Bad, der andere geht ins Bad, da passiert nichts mehr. Ich frage deswegen, weil ich vor vielen, vielen Jahren habe ich das Erlebnis mal gehabt, dass wir zu 4, 5, 6, das waren 2, 3 Paare, Pärchen, irgendeinen Ausflug gemacht haben. Ja. Und das eine Pärchen war gefühlt schon in Trennung. Ja. Und da ist der Kerl vorneweg, sein Kumpel, und die Frau hinten, und ich habe sie immer tottern hören, Alter, der Alte, der geht mir so gegen den Strich, der geht mir so auf den Sack. Mhm. Das wäre doch auch sowas, oder ja. nicht? Weil ich meine, das ist die, klar, das Ding das ist tot, dann, aber... Das ist dann, was nicht mehr miteinander klar. Das ist auch schon Ich so, denke, entlieben ist eigentlich so... Entlieben ist gemeiner. Das ist böse. Ja, weil möglicherweise man es nicht merkt. Ich glaube, das andere merkt man, oder? Also das ja, realisiert man. Dieses genau, mit nicht mehr miteinander klarkommen, würde ich jetzt so interpretieren, da sind dann beide betroffen. Ja. Und beim Entlieben ist dann so einer... Derjenige, der nicht mehr so will, ja. und der andere, der ist aber noch voller Flamme und denkt vielleicht auch, ist alles in Ordnung. Und aber kann es bei dem nicht mehr miteinander klarkommen? Ich sitze vorm Fernseher, esse nebenbei, normalerweise reden wir. Kann es da nicht auch sein, dass ein Part oder der andere Part zufrieden damit ist und deswegen, dass man auf ewig zusammen bleibt? Das kann doch sein, ne? Ja, natürlich. Also wenn du sagst, gut, ich komme damit, ich komme mit der Situation klar, zwar mit dem anderen nicht, aber ich bin, ist okay, ich habe mich daran gewöhnt. Ja, ja. So, dass es so ist. Vielleicht auch. Aber ich meine, das ist ja eher so ein. Ist ja sehr dicht eigentlich beides. Ja, ja, könnte man so gleich untereinander legen. Ne? Ja. Viel anders, sage ich jetzt mal, zu lügen. Ja. Ja, wer einmal lügt, glaubt man nicht, ne? Eigentlich. Wenn er tausendmal die Wahrheit spricht. Ja. Ja. Eigentlich, ja. Hatten wir schon mal so ganz kurz angeschnippelt. Ja. Vor ein paar mehr Folgen. Ich glaube ja Lügen. Was ist für Lügen? Also was ist für viele Menschen Lügen? Die Unwahrheit sagen, logischerweise. Ja. Ja, weißt du nicht, was Lügen ist? Ja doch, weiß man schon. Aber mir ist halt auch schon passiert, dass ich mit Lügen konfrontiert worden bin. In der Jugend habe ich auch gelogen. Aber ich, und das ist meine persönliche Meinung, unterscheide immer noch zwischen Lügen ist nicht die Wahrheit sagen, also ich sage was anderes, oder aber mir wird Lügen unterstellt, weil ich etwas gar nicht erzählt habe. Ich glaube, da haben wir schon angefangen fast zu streiten. Ja, ja. Das weiß ich noch. Und ich sage, wenn ich was gefragt werde und ich antworte dann nicht drauf oder sage dann was Falsches, das ist Lügen. Ja. Aber erzähle ich etwas von mir aus nicht, ist es kein Lügen, finde ich. Ja, so. Moment. Ich erzähle, deswegen, also gut, endlich mal wieder, dass wir nicht, ich erzähle nicht, weil sie nicht danach gefragt hat, dass ich mit der anderen Frau weil ich es nicht, Kaffee trinken war und sie geknutscht habe. Das ist ein Extrembeispiel. Noch extremer wäre. Also pass auf, wenn ich empfinde, dass das nicht redenswert ist. Das meinst du? Das genau, meinst du, dieses nicht erwähnen. Ja. Wenn mir einer erzählt, was hast du heute gemacht, wie war dein Tag? Und ich erzähle jetzt nicht, dass ich ein Reh auf der rechten Seite gesehen habe, was mir fast in die Karre gefahren ist. Ja. Finde ich, ist das kein Lügen. Nein. Sowas in der Art wurde mir aber schon unterstellt und das hat die Beziehung schon auf Kippe gebracht, weil das war dann für diese Person schon Lügen. Aha, okay. So, wo ich gesagt habe, ich verstehe die Welt nicht. Ja. Das ist für mich kein Lügen. Lügen ist für mich, wenn so wie du das sagst, ne, oder jemand sagt... hast Feierabend und
Ja, und dann fahre ich nach Hause. Und ich fahre aber gar nicht auf dem direkten Weg nach Hause, sondern ich fahre noch irgendwo an die Tanke ran und trinke ein Bier und fahre dann weiter. Hm. Und ich erwähne das nicht. Das würde ich dann schon eher... Na, ist aber auch grenzwertig. Ja, ja, ja. Ding so. Aber ich glaube ganz einfach, dass ich sowas zu erzählen habe, dann schon. Also für mich gibt es eine klare Abgrenzung. Wenn es Wahrheiten auslassen, irgendetwas Einflussmäßiges ist auf die Beziehung, was also, wenn du es erzählen würdest, mhm, zur Diskussion bringen oder kommen würde, ja, dann ist das Lügen. Ja. Wenn es wirklich so das ist, wo du sagst, ich habe noch mal zum Penny und hat drei Bananen gekauft und hat ein Bier getrunken auf dem Parkplatz, ja, und dann weitergefahren. Jetzt mal vorausgesetzt, dass die Bananen aber nicht zu sehen waren dann im Nachhinein, ne, weil ich die gegessen habe. Richtig, oder sowas, ja, so. Ja, dann ist das vollkommen... Ja, aber du hast es nicht erwähnt. Und in der Zeitschleife fehlen aber 10 Minuten für die, ja, Stunde. Dann ist es aber belanglos, das kann lügen, weil es egal ist. Das meine ich ja. Jeder Mensch ist ein Individuum, kann doch... Du musst doch nicht sekündlich Bericht erstatten. Ich weiß, wovon du redest. Ja. Ich weiß, von wem du redest. Ja, ja. Das weiß ich alles. Ja. Und deswegen gibt es da für mich eine klare Abgrenzung. Siehst du. So. Und ich finde es schade eigentlich, dass man dann nicht kommunizieren kann und sagen kann, das ist kein Lügen für mich, weil ich das anders interpretiere. Ja. Dass man dann sagt von wegen, okay, ist das nicht ganz so mein Ding, aber ich verstehe dich eventuell. Und ja, dass das aber nicht so gravierend ist, dass es zu einer Trennung führt. Richtig. Mhm. Wo du dann selber da sitzt und du weißt nicht, und am Ende fällt es vom Glauben ab. Dann wichtig, glaube ich, dass da wieder kommuniziert wird. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, aber die Kommunikation reicht ja dann da nicht, weil der eine sagt so und der andere so. Wenn du dich hinsetzt am Tisch, darüber redest und genau wie wir das tun, mhm, und sagen, okay, ich verstehe darunter was anderes und wir grenzen das jetzt hier mal ab und es ist okay. Wenn du auf einen Nenner kommst, darüber redest, finde ich das ganz wichtig. Weil dann kannst du, ja, dieser Trennung aus dem Weg gehen, weil dann ist Klarheit geschaffen. Hat stattgefunden, sage ich dir auch so aus. Okay. Ne? Also wirklich, weil es mir dann, also es ist mir so passiert. Ja. Die Kommunikation hat stattgefunden. Ich habe es erklärt, sie hat es erklärt. Und wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. Ja. Sie hat gesagt, okay, aber für mich ist das Lügen. Wo ich gesagt habe, für mich nicht. Und ich kann nicht garantieren, dass ich das ändere. Ja. Weil ich garantiert kein Tagebuch führen werde und sage, ich habe statt zweimal gespült, dreimal gespült, ja, okay, okay, weil es wichtig ist. Das kann ich nachvollziehen. Und okay, da war dann schon auch wieder so ein Cut drin, wo man sich dann fragt, viel weiter natürlich, ja, vielleicht war das so ein Punkt schon, der gespeichert war. Und das hätte wahrscheinlich am Ende dann auch keinen Sinn mehr ergeben. Weil das wäre ja immer so weitergegangen. Also ich meine, du änderst dich ja diesbezüglich nicht. Du möchtest ja trotzdem noch, ja, deine 10 Minuten Freiheit haben, wo du mal was machen kannst, was du... Ja, weißt du? Aber seien wir mal ehrlich, und das meine ich auch, und da kommen wir dann auch, glaub ich, noch zu den anderen Fällen, wo ich dann ab und zu schon mal vom Glauben abfalle und sage, wo fängt's an, wo hört's auf? Ja. Ja, ich meine, alles, was lebensnotwendig ist oder was der Beziehung schadet oder gut tut und was man erzählen möchte, weil es halt auch wichtig ist und so weiter und so fort. Das erzähle ich. Ja, 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 natürlich. Also nicht ich, sondern Mann. Es allgemein. Es sei denn, es stimmt halt irgendetwas, ja, nicht. So. Aber da dann auch so irgendwie, ich frage mich dann immer, ob man da dann schon irgendwie sucht. Hm. So, weißt du, um zu boxen. Ja. Um zu sagen, ich habe jetzt Bock auf, keine Ahnung, ich bin jetzt unzufrieden und jetzt suche ich irgendwas. Ich weiß es nicht, wenn ich früher immer so an Muttern, Vatern, Oma, Opa denke, lief da auch nicht immer alles reibungslos, weißt, ja, du? Und haben die sich mit solchen Themen auseinandergesetzt? Ganz bestimmt nicht, und man hat ja auch früher niemals darüber geredet, auch nicht untereinander. Ja. Also das hat man nicht, weil es eigentlich, und auch nicht so wie wir, da gab's sind wir ja sowieso wieder dann bei diesem Punkt, wo man sagt, es ist heutzutage viel leichter, eine Beziehung wegzuschmeißen, ja, und neu zu suchen, als wie mal so halt einfach wirklich auch mal dran zu hängen, mit Herz. Es war ja früher wahrscheinlich auch so, dass du, also die haben ja einander gebraucht, und zwar nicht einander gebraucht liebemäßig, sondern damit das weiter funktioniert alles. Ja gut, da kommen wir, gleich, und was weiß ich. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Das ist so ein Punkt. So, aber nichtsdestotrotz gab es bestimmt früher in den funktionierenden Beziehungen Oma und Opa, und die dann irgendwann gestorben sind, aber quasi noch, sie waren zusammen, dass sie nichts mehr miteinander beredet haben, dass sie sich nicht mehr geliebt haben, sie waren einfach noch zusammen, weil es normal war. Ja. Du hast dich nicht getrennt. Weißt du, also dieses Entlieben,
oder den anderen nicht mehr abkönnen oder sowas. War egal. Du hast trotzdem dich nicht getrennt. Das musstest du ja nicht. Das war auch nicht. Ich finde, manchmal hat das auch gar nichts mehr dann mit Liebe, natürlich schon mit Liebe zu tun, aber man kennt sich so lange, man ist sich so gewohnt, ja, du kannst, dass man dann einfach lebt. Ja, genau. Ja. Also. Ja, wie gesagt, der Mensch ist ein Gewöhnungstier und du kannst dann am Ende wahrscheinlich nicht mal ohne den anderen. Ja, so, könnte ich mir vorstellen. Aber du siehst ja heutzutage, dass es dann doch geht, dass viele dann einfach sagen, nö, tschüss. Ja, es ist wirklich eine andere Zeit. Das ist traurig, das ist beängstigend, weil du mittlerweile ja schon eine Beziehung beginnst, so nach dem Motto, oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt überhaupt oder so. Ja. Ne? Oder, nee, oder mehr, also ich denke mal schon darüber nach, wenn das in 20 Jahren nicht mehr ist, was mache ich denn? Also, ne? Und wie viele sitzen jetzt da und sagen sich von wegen, ja, deswegen führe ich gar keine Beziehung mehr. Ja. Ich bin und einfach für mich alleine. Mein Spaß kriege ich schon. Genau. Das kriegen wir schon hin durch die Apps oder wie auch immer. Oder ich treffe halt jemanden. Genau, und da mache ich das von vornherein klar. Ja, und da bin ich aber, da bin ich in der Lage, das völlig klar zu machen. Ja. Ich habe keine Beziehung, aber wir können uns mal treffen. Richtig. Bam. Richtig. Und du umgehst Schmerzen, Liebeskummer, Trauer. Genau, weil was will derjenige? Ja. Ne? So. Aber in einer Beziehung ist das doch eigentlich fast genauso. Naja. Ich lege klar oder offen, was ich möchte und der andere ist auch. Und wenn sie funktioniert, das ist ja klar. Ja, ne? Logisch. Kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Und eigentlich ist das ja, nee, das ist der vorletzte. Klassik, wolltest du gerne das Fremdgehen oder häusliche Gewalt? Eigentlich ist es wurscht, ne? Ist wurscht. Also, ist beides Dreck. Um es mal, also ich würde vielleicht das Thema jetzt kurz abwickeln. Fremdgehen ist klar. Fremdgehen ist klar. Ist klar. Fremdgehen ist wirklich ein, ich finde, das ist etwas, wo jeder das Recht hat, sofort zu sagen, ist nicht. Genau. Es geht nicht. Ich möchte ganz gerne mal das andere hervorholen, indem ich sage, es hat auch jeder das Recht zu sagen, ich gebe demjenigen noch eine Chance. Richtig. Weil ich finde, wenn er das natürlich tut, dann richtig, indem man alles, ich will nicht sagen vergisst, ja, aber demjenigen dann auch wirklich die Möglichkeit gibt. Aber naja, das zu verurteilen, jetzt zu sagen, geht gar nicht. 99% sagen, geht gar nicht. Nie wieder. Das glaube ich nicht mal, dass das 99% sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Weil ich glaube, in einer funktionierenden, wieder so ein Ding. Wie lange ist diese Beziehung? Wie funktioniert sie vorher? Bis zu diesem komischen Scheiß? Wie fest war die Beziehung? Und ich weiß nicht, wie wichtig ist einem das? Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Faktoren, wo man sagen kann, ich verzeihe vielleicht nicht sofort, aber ich versuche es nochmal, die zweite Chance. Mhm. Ich versuche es nochmal und ob das mit dieser Liebe irgendwann wieder funktioniert. Ich frage mich dann natürlich, das ist auch so ein wahrscheinlich Punkt, der da wichtig ist, inwiefern kann ich das wirklich verarbeiten? Richtig, ne? Ganz genau, so ist es. Und wenn du nach einem Jahr feststellst, ich krieg's nicht hin, ja, dann hat's eben, naja, dann geht's nicht so. Ich find's sehr in Ordnung, wenn man sich trennt und dann auch nach Jahren wiederfindet, ja, auch wenn derjenige vorher halt Scheiße gebaut hat oder sowas in der Art. Ich könnte mich zum Beispiel nie entscheiden. Es muss die Situation hergeben. Das glaube ich nämlich auch. Das ist ein Bauchgefühl. Ich glaube, so von vornherein zu sagen, ist ein No-Go. Ja. Ist ein No-Go. Ich finde das so verkehrt auf eine Art, weil man weiß immer nicht, klar, die Ursache. Wie stehst du zueinander, wie du gerade sagtest? Mhm. Was hängt dran, traurigerweise? Aber wie verarbeitest du das? Und ich finde, dieses Psychische ist ganz wichtig. Ja. Das Psychische. Gebe ich dir recht. Weil das spielt dich kaputt. Ja. So, und wenn du damit nicht klarkommst und du redest dir nur was ein, mhm, ist das so eine Zeitlinie, eigentlich kannst du das knicken. Das, ja, kannst du einfach abkürzen. Ne? Wobei ich, glaube ich, auch da mir vorstellen kann, und ich glaube das auch, dass es dann wieder auf den Partner darauf ankommt, wie er dann mit dieser, der es gemacht hat, wie er damit umgeht und wie er quasi mit dem anderen dann umgeht. Um zu helfen, das klingt total bescheuert, aber ja, du weißt, was ich meine. Oder um zu beweisen. Um zu beweisen, um, ja, zu, genau, zeigen, dass... Aber ich finde trotzdem, dass derjenige dann nicht zu Kreuze kriechen muss. Nein, auf, ne, gar keinen, also, Fall. Ich finde das schlimm, dass du dann absolut den Mund verboten bekommst, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ja. Gibt's ja dann wirklich, du hörst es dann jedes Mal, dir wird es immer wieder vorgehalten, ne? Du bist fremdgehend, nee, was bist du jetzt überhaupt? Oder du traust dich dann nicht mehr alleine aus dem Haus, weil du irgendwo ein Bier trinken gehen willst, ja, ja, weil dir sofort das hinterhergeworfen wird und so weiter. Also dieser Psyche, ganz, ganz, ganz großes Kino. Ganz, ganz oben, ja.
Gebe ich dir recht. Und ja. Hm. Ich würde aber trotzdem sagen, alles ist möglich. Definitiv. Ist so, ist so. Wo ich wirklich. Dein Kragen ist irgendwie an. Achso, hier. Das höre ich mal zu. Ja, ja. Kratzer andauernd, ja? Ja, ja. Das ist meine Stimme, ich bin eine Stimme. Oh yeah. Yeah. Entschuldigung, ich höre. Was ich so als letzten Punkt mit dieser häuslichen Gewalt, da muss ich mal ganz ordentlich sagen, da habe ich das auch persönlich erfahren dürfen. Nicht, dass ich jetzt gewalttätig war oder sowas, sondern dass ich wirklich eine Frau kennengelernt habe, die zu ihrem Typen zurückgegangen ist, wo sie eigentlich aus der häuslichen Gewalt geflohen ist. Okay, ja. Und da habe ich die Welt nicht verstanden. Gebe ich ganz ordentlich zu. Verstehe ich heute auch noch nicht. Also du verstehst nicht, dass... dass sie zurückgegangen ist. Dass sie zurückgegangen ist. Okay. Genau. Ja. Weil die Trennung an sich ganz klar war. Die Flucht, ich weiß nicht, ob Flucht jetzt das richtige Wort ist, aber das Kennenlernen zu mir dann auch okay war, happy, glücklich. Und dann durch aber Kinder, und die Kinder waren das Hauptproblem, dann der Rückzug wieder zu den Typen kam. Ich finde, da gibt es ja, erzähl auch viele Aspekte, die sie mir dann als Grund genannt hat, wo ich gesagt habe, okay, dann tu's. Tschüss. Ist das, also ich finde, alle die ersten drei Beispiele sind so ganz unten so. Ne? Mhm. Dann kommt dieses Fremdgehen und ich glaube, diese häusliche Gewalt ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, was man sich so, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann. So. Und dass mit dem Fremdgehen, dass man da verzeihen kann und dass da irgendwann man damit klarkommt, Gras über die Sache wächst und ein schönes Leben hat zusammen, ist durchaus möglich. Für mich ist dieses häusliche Gewalt ein absolutes No-Go. Also wirklich null, finde ich. Da bin ich, also da tut man wirklich... Darf ich dich da was fragen? Ja. Weil vielleicht sitzt der eine oder andere da und sagt sich, jetzt kommt es auf den Unterschied drauf an. Einmal häusliche Gewalt, einmal Fremdgehen oder nur häusliche Gewalt, dauerhaft und dauerhaft Fremdgehen. Was ist denn, fangen wir anders an, was meinst du mit häuslicher Gewalt? Schläge. Ich werde verdroschen. Ich werde... Einmal und nie wieder. Also in meinen Augen, weil das geht gar nicht. Das kann doch nicht sein. Du würdest also, wenn einmal die Hand ausrutscht, würdest du definitiv eher verzeihen, als wenn einmal Fremdgehen. Nein, andersrum. Ja, ja. Andersrum, also wenn die Hand, mein Gott, wenn die Hand ausrutscht, man sich wirklich gegenseitig schubst, gegenseitig, ja, ja. Weil man wirklich so unter Wut steht, so, und der eine schubst und der nächste schubst, und dann kann es durchaus sein, dann rutscht meine Hand aus und dann klatscht es wirklich, dann ist das Zufall, dann ist das mal passiert. Das, finde ich, ist noch keine häusliche Gewalt in dem Sinne, dass man, wenn man darüber redet darüber danach, ja, ja, und ja, ja. Sich entschuldigt und sagt, das wird niemals wieder passieren. Um Gottes Willen, was haben wir bloß den Scheiß gebaut? Mhm. Wenn der Kerl aber zur Frau geht und die richtig verjagt, dann ist das No-Go. Tut mir fürchterlich leid. Das geht nicht. Mhm. Meine Meinung. So. Ja, das, ja. Das ist meine Meinung. Also wenn ich richtig, also dieses typische, du kennst es ja vom Film, ne? Ich habe Sonnenbrille auf. Ja, ja. Wieso, hier drin ist doch dunkel, setz doch ab. Was ist denn mit dir, die blauen Augen? Ja, ja, so. Genau. Das ist für mich, das geht nicht. Ja, also prinzipiell geht häusliche Gewalt, also ne, Schläge und so weiter und so fort sowieso nicht. Jeder, der die Hand erhebt. Und jetzt reden wir aber mal auf diese eine Seite raus. Ne? Es geht natürlich auch andersrum. Das muss man natürlich immer irgendwie sagen. Ja, natürlich, sagen. Natürlich, auf jeden Fall. Aber wir reden natürlich jetzt so rum, dass der Mann die Frau halt verdrischt ist. Ja, wegen Sosch. Wahrscheinlich 90%, oder? Ja, ja. Aber wie gesagt, es geht auch andersrum. Ist meine Meinung. Also vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Stufen dazwischen, die mir jetzt nicht im Kopf... Ja, aber was ist jetzt, warum gebe ich jemanden, der mich regelmäßig zu Hause verdrischt, mir nicht auf den Sack geht. Sack gehen heißt auch Nerven oder sowas, und das kann ja auch einfach nur durch Reden. Körperlich. Der mich körperlich angeht, warum gehe ich zu demjenigen, wenn ich mich schon getrennt habe, wenn ich diesen Schritt schon gewagt habe, wieder zurück? Warum? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich es nicht verstehen kann. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Das hat auch nichts mehr mit Liebe zu tun. Mir wurde gesagt, das kann ich einfach nur so kundtun, mir wurde halt gesagt, wegen den Kindern. Die Kinder haben dann Papa, Papa, Papa und
Der Mann will die Frau natürlich zurück, logischerweise, sein Opfer, drückt auch auf die Tränendüsen, das kommt noch dazu. So, diese Ungewissheit mit dem Neuen, ja, ich weiß ja nicht, ob das dann genauso läuft und ich weiß ja auch nicht, ob das besser läuft und ich weiß ja auch nicht, woran ich bin und und ja. Oder vielleicht auch Hypothek, Haus. Wir haben ja, ich weiß ja jetzt, was ich ausgeben kann. Ich weiß ja, was wir verdienen. Ich weiß ja, dass wir uns alles leisten können. Und wenn ich jetzt alleine bin, falle ich sowieso in ein Loch. Dann muss ich alles überdenken. Ich muss es neu planen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Ja, der Neue sitzt nur bei all denen in der Kasse. Dann kriege ich halt regelmäßig ein paar in die Fresse, aber ich kann halt leben. Kann ich, wie gesagt, da habe ich dann gesagt, nachvollziehen. Kann ich nicht. Schönen Tag noch. Ja. Viel Glück auf deinem Weg, aber das ist ein No-Go. Also normalerweise hättest du auch sagen müssen, hoffentlich überlebst du es. Ja. Weil es so übertrieben. So, ich habe es nicht verstanden. Nee. Das sind so Sachen, wo ich sage, Nee, ich verstehe ich auch nicht. Ne? Und das ist so eine Sache, die man dann verarbeiten muss, als derjenige, der dann dasteht und sagt, okay, ja, es geht. Also das ist, ja. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es auch nicht, wie du. Das ist, ne? Das ist genauso wie mit diesem Stress. Wie gesagt, ich bin noch, und das ist, ja, mit dem Stress, von wegen, ich bin jetzt genervt und ich brauche meine Zeit für mich und tschüss. Ja, aber wann passiert denn häusliche Gewalt und nicht wegen dem Stress? Das ist doch nicht mehr. Ich denke, dass, also manchmal habe ich das Gefühl, häusliche Gewalt ist sowieso ist ein Armutszeugnis, wenn es ein Mann tut, weil wir sowieso ja die Stärkeren sind. Ja, deswegen. Und das ist ein richtiges, schwaches Zeichen dafür, dass ich irgendwas hier oben stimmt nicht. Ja, ja. Gegenüber einer Frau oder einem Kind oder wie auch immer die Hand zu erheben, dass derjenige einfach mit sich selbst nicht klarkommt. Ja, ja. Hat sich nicht unter Kontrolle. Keine Ahnung. Ja. Kommt mit sich nicht klar oder so. Ich weiß es nicht. So, und das ist kurios. Ich wollte irgendwas sagen, das habe ich gerade schon wieder vergessen. Verdammt. Das ist nicht schlimm, aber um auf diese zweite Chance in diesem Sinne nochmal zurückzukommen, ist für mich das halt keine Chance für eine zweite Chance. So, alles andere darunter stuft sich immer weiter ab, wird immer schwächer, leicht schwächer. Mhm. So, aber alle, ich glaube, alle haben ihre Daseinsberechtigung, keine zweite Chance zu geben. Selbst beim ersten, was wir heute beredet haben. Aber das mit dieser häuslichen Gewalt hat definitiv keine Chance verdient. Finde ich. So, das ist meine Ansicht. Es ist auch immer Interpretation. Wir reden von Schlagen, jetzt von richtig Schlagen. Da, ja, genau, das meine ich ja recht. Ne? Das mit diesem, ja, Schubsen, genau. Wenn du mal so. Ja, so, das ist ja für mich, also das wäre was anderes. Wenn, ja, so. Und du dann so erschrocken, so, oh Gott, also, und der andere auch, dass ihm das passiert ist so, und man dann darüber redet. Das ist eine, was, Geschichte. Mir in dem Falle mal wirklich auch aufgefallen ist, dass manchmal viele Sachen auch theatralisiert werden. Ne? Also die werden hochgezogen und aus dem Schützen wird plötzlich dann wirklich verdreschen. Richtig. Und ich wurde geschlagen und richtig, so weiter und so fort. Wobei es eigentlich bloß ein leichter Schutz war. Und du stehst dann doof da, yes, und sagst du dir, Amber Hart und Johnny Depp, das vor Gericht. Ne, wo gar nichts war, scheinbar. So, ja. Sie hat es so theatralisch, dass er sie, ja, mit der Knarre angeblich bedroht hat. Und das war nichts. Ja, aber überleg mal, ne? Das ist doch krass. Ja. Und krank. Ja. So. Aber bei solchen Frauen, die dann wieder zu denen zurückgehen, da sage ich mir dann immer, gerade bei häuslicher Gewalt, ja, shit happens. Dann wollen sie es wirklich so. Dann so. Ich habe jetzt vor kurzem auch wieder auf Instagram so ein, nee, TikTok war das, weil es ein längerer Bericht war. Da hat einer auch gesagt, warum zieht es uns eigentlich immer zu so Chaoten-Typen hin, wo Leute, die sich wirklich bei uns bemühen, dass es uns gut geht, dass wir uns anschmiegen können, besorgt, die stoßen wir weg. Ja. Wir rennen immer zu den komplizierten Typen. Weil es interessant ist. Aber das kannst du ja nicht verallgemeinern. Ist es interessant? Das kannst du ja nicht verallgemeinern, das ist ja Quatsch. Ich kann nicht sagen, wenn ich da so einen komplizierten Typen vor mir zu stehen habe. Mein Projekt! Weißt du? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Gibt es das möglicherweise auch andersrum? Also ich meine, dass tatsächlich der Mann unter häuslicher Gewalt leidet, dass die Frau... Ich glaube ja, dass... Durchsinn. Also ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ja, ne? Aber es ist halt noch so prozentual gering, dass natürlich keiner drüber spricht, es sei denn, du findest es mal durch Zufall oder so. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass es sowas gibt. Mhm. Na klar, warum sollen wir keine Dresche beziehen? Warum sollen wir nicht sexuell genötigt werden?
Ja, wieso guckst du jetzt so komisch? Was? Nein, aber ne? Ja. Wir Männer werden ja auch betrogen. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass wir diese Fehler, die wir jetzt aufgezählt haben, machen. Nee, sondern nee, es geht andersrum genauso. Ja. So, und dann stehst du als Mann, als Betroffener da und hast dann halt so das Problem, dich zu entscheiden. Ja. Kommst du damit klar oder nicht? So, ziehst du jetzt einen Schlussstrich oder nicht? So, kannst du vergessen oder nicht? Und ich glaube, das ist halt immer so das Problem. Die Psyche. Die Psyche spielt eine ganz große Rolle. Die allergrößte. Ja. Definitiv. Dennoch bin ich trotzdem, genauso wie du, immer der Meinung, es darf und kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Es sollte keiner verurteilt werden. Das meine ich damit. Also, ja. Weil die meisten oder eigentlich fast alle wahrscheinlich von außen das gar nicht beurteilen können. Weil die halt ne, die in der Beziehung. Was ich verstehe ist, wenn du nach einem zehnten Vergehen immer noch wieder zurückrennst und denjenigen wieder nimmt und so weiter und so fort. Wir reden jetzt von einmal. Ja, ja. Die zweite Chance. Darüber reden wir jetzt. Genau. Wenn einer jetzt so motorischer Fremdgeher ist, ja, dann ist Hopfen und Malz verloren. Richtig. Wenn die immer wieder sagt, kann's reinkommen. Dann willst du auch nicht mehr zuhören, wenn die dann heulend vor deiner Tür steht und quatscht oder wie auch immer. Ne? Der ist ja wieder mit der anderen abgezogen oder wie auch immer. Das willst du dann nicht mehr hören. Ja. Beim zweiten Mal sagst du dir, ey, es tut mir wahnsinnig leid und ne? Ist so. Ja. So, und ich definitiv sag auch, also ich, ja. Manchmal dauert es vielleicht etwas länger, damit es vielleicht die zweite Chance gibt. Richtig, ja. Vielleicht auch nie. Ja, auch wieder wahr. Ja. So. Und andere sagen, okay, brauchst gar nicht erst aus dem Haus gehen, so ungefähr, ne? Dann, wir schlafen jetzt mal eine Nacht drüber, dann setzen wir uns hin und reden und dann ist okay. Und wenn du dann so tolerant bist oder so einen toleranten Partner hast, der das dann sofort entscheiden kann, ja, dann ist es so. Ja. Dann ist es so. Da kann man dankbar sein und hoffen, dass das psychisch wirklich alles so verheilt, dass die Narben, die wahrscheinlich noch da sind, aber nicht mehr. Definitiv. Ja. Was falsch ist, demjenigen dann darunter leiden zu lassen. Ne? Richtig. Und immer das als Argument zu nehmen, um ihn klein zu halten. Weil dann ist die Beziehung auch keine Beziehung mehr. Dann ist die zweite Chance auch nichts wert. Nee, dann hast du definitiv die Hierarchie hergestellt. Ja. So, und dann musst du dann, auch wenn du Scheiße gebaut hast, entscheiden, ob du so dann weitermachen willst. Richtig, ne? Genau, das ist eher andersrum. Ne? Ja, da gebe ich dir recht. Gibst du mir noch eine zweite Chance, wenn die Bonifatius, der letztes Mal war, so versaut? Warte, ich überleg ganz kurz. Ich finde schon, du solltest sie haben. Ja? Bisher bin ich ja mit den Sachen sehr zufrieden gewesen, gerade was Bonifatius betrifft. Und es gibt keinen Grund für mich, da jetzt sofort eine Regel vorzuschieben. Also du hast dich nicht entlobt? Liebt? Nein. Ich werde auch keine Gewalt anwenden. Okay. Nicht, dass du mit Olli fremd gehst. Also. Nutz deine Chance, kann ich dir nur sagen. Nutz sie. Es wird keine dritte geben. Du setzt mich unter Druck. So, sehr ernstes Thema trotzdem. Ja, finde ich auch. Man kann stundenlang darüber philosophieren und reden. Ja, es gibt bestimmt außer diesen fünf noch genug andere Facetten. Ja, und definitiv. Ja. Und es wird genug Leute geben, die eine andere Meinung haben. Ja, die würde ich auch gern hören, aber da kann er hier. Ja. Wenn wir nehmen 1000 Euro und dann kann hier einer mit uns sitzen. Einfach. Du denkst wieder nur ans Geld. Natürlich. Gibt eine Stromerhöhung jetzt und Gas und ein Marsch an der Wand. Wir müssen, das ist Winter, wir müssen immer Licht anhaben. Ja. Ne? Na, wir können es auch ausmachen, dann sehe ich dich aber nicht mehr. Oh, das wäre geil. So, reicht jetzt. Als ein Varieté-Ensemble, als ein Varieté-Ensemble, wie wird das ausgesprochen? Ensemble. Ein Ensemble. Ensemble. Eck. Als ein Varieté-Ensemble jüngst ein Gastspiel absolviert, eilte er hinauf zur Bühne, wo die Schar sich produziert. Eine von den Chansonetten fickte er dreimal im Stehen. Und die Menge applaudierte, sowas war noch nicht gesehen.
Dreimal ward er vorgerufen, zog die Sängerin mit am Piez und er sprach, das war ein kleines, besseres Extra-Benefiz. Moral. Den Koitus im offenen Saal vollzieht man äußerst selten mal. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr lesen hier. Das sind aber auch wirklich schwere Wörter. Varieté, Ensemble, Ensemble, Chansonetten. Gott, ist mal so wie was. Ein anderes. Ensemble? Ensemble? Ja, Ensemble. Ensemble. So eine Art Gruppe. Ensemble ist so eine Vorführung, ne? Irgendwie sowas, ja. Ein Ensemble. Ensemble.